Hi Leute, heute in dem Video hier geht es um zwei fatale Fehler beim Entschlacken, beim Entgiften vom Körper, die sehr häufig vorkommen und die du unbedingt vermeiden solltest. Welche zwei Fehler sind es? Um gleich mal mit dem ersten Fehler anzufangen. Wenn du jetzt vielleicht hier auf das Video gestoßen bist und dir denkst, okay, hast dich vielleicht schon mal mit Entgiftung, Entschlackung, Fasten und sowas beschäftigt, hast gehört, ah, ist gut, den Körper mal zu reinigen, zu entlasten, zu entgiften, dann solltest du das vorher unbedingt wissen. Oder auch wenn du schon dabei bist, dann solltest du das noch mehr wissen. Und zwar, der erste Punkt ist nämlich häufig, dass man einfach blind reinstartet, viel zu schnell reinstartet und dabei nicht beachtet, dass man wirklich ausleitet. Weil am Ende gibt es immer zwei Punkte beim Entschlacken zu beachten. Du kannst dir das vorstellen, du hast dein Körperhaus und in dem Haus hast du jetzt deine Schränke und wenn du den Körper entgiftest, dann wird diese ganze Dreckwäsche aus den Schränken in den Flur geschmissen. Und das heißt, du löst es aus dem Körper, aus dem Gewebe und schmeißt es in den Flur. Und dann ist die ganze Dreckwäsche im Flur. Und dein ganzer Blutkreislauf ist voller Toxine. Und irgendwann bist du immer müder über die Wochen, über die Monate oder Jahre und immer schlapper, fühlst dich nicht gut, weil du nicht den zweiten Punkt beachtest, so weil irgendwann kannst du dich in deinem Haus gar nicht mehr eben bewegen, wenn du nur löst, aber dann nicht ausleitest. Und eigentlich ist immer dieser zweite große Punkt des Ausleiten, diese ganze Dreckwäsche, um bei dieser Analogie zu bleiben, diese ganze Dreckwäsche vom Flur rauszuschmeißen aus dem Haus. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und das ist super wichtig zu beachten. Also, ihr merkt, wie wichtig mir das ist. Weil das Lösen passiert eigentlich schon immer. Allein wenn man seine Ernährung umstellt, wenn man sich mehr bewegt. Das Lösen passiert immer. Aber die ganzen Kanäle des Lymphsystems oft stagniert. Bei den meisten Menschen, bei mir war das Lymphsystem extrem stagniert. Und ja, dieses ganze Röhrensystem im Körper, es ist alles extrem verschleimt, verstopft. Und das Ausleiten ist dieser wichtige Punkt. Und da muss man auch immer individuell schauen und wirklich eigentlich nur auf das Ausleiten fokussieren. Mit verschiedensten Methoden so, kann ich jetzt nicht alle in dem Video anschneiden, aber halt sowas wie Basenbäder, Einläufe und so weiter. Vieles weitere so. Das gibt es zu beachten. Also das ist mal dieser eine fatale Fehler, den man unbedingt meiden sollte beim Entschlacken vom Körper, beim Entgiften. Und der zweite ist, das ist eben, was ich gerade auch schon mit angeschnitten habe, dass es super individuell ist. Wenn man seine Ernährung umstellt, man fastet und so weiter, das ist super individuell, wie schnell, wie man da mit welchen Schritten vorgehen sollte. Weil jeder hat halt unterschiedliche Baustellen. Und das Allerwichtigste dabei ist halt das Körpergefühl zu entwickeln. Stell dir vor, bei dem einen ist halt die eine Spur kaputt. Das sind halt Fahrrillen. So, dann reicht es einfach mal, die eine Spur zu sperren, Oberfläche wegzumachen, neuen Belag drauf, neuen Asphalt, so, die andere Spur kann weiterlaufen. Bei dem anderen ist ja der ganze Untergrund von der Straße am Absacken. Und das sind komplette Risse in der Straße und dann muss man halt mal kurz die Straße eventuell total sperren. Und so gibt es wirklich unterschiedliche Baustellen und man muss halt wirklich schauen, was macht man zuerst? Was ist das sinnvoll? In welchem Maße? Wie stark kann man die Ernährung dabei umstellen, dass man da nicht zu schnell voranschreitet
dass man eben diesen ersten Punkt mit dem Ausleiten auch hinbekommt. Und dann halt auch schaut, okay, es ist immer ein Gesamtpaket, es ist die Ernährung, die Bewegung, ist eventuell irgendwie das Lymphsystem eben bei einem stagniert. Was kann man da machen und so weiter. Dass man dann halt wirklich schaut, individuell, hey, was ist meine Baustelle, was ist da mein Anker, der mich blockiert. So, es ist wie mit einem Schiff, das am Flussufer ist und einen Anker gesetzt hat. Und oft muss man gar nicht viel machen. Man muss nur diesen Anker lichten und dann kann der Körper wieder besser funktionieren und kann alles wieder in Fluss bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber das sind mal zwei fatale Fehler. Ich hoffe, sie haben dir weitergeholfen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal. Und ansonsten, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, auch gerade was das Individuelle anbelangt, was könnten da die Baustellen bei dir sein, so, dann geh gerne mal in die Facebook-Gruppe rein. Ist unten drunter verlinkt in der Infobox, beziehungsweise findest du auf der Webseite verlinkt. Und dort bin ich nämlich auch jede Woche einmal live, ziehe mir ein, zwei Fragen raus. Und da können wir eben auch mal schauen, wie es bei dir ausschaut, was du da für eine Frage hast in deiner Situation. Und ja, dann gucken, was es da gegebenenfalls eben für Lösungen gibt. Also schau da gerne mal rein. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.